Okay, Mittagsmeeting, Marktbesprechung ist vormittags hier vom 6.3. Wir haben heute in der Vorgabe her gesehen, dass wir im Stundenchart korrektiv unterwegs sind. Korrektiv bedeutet, wir sehen hier überlappende Profile der einzelnen Tage mit Retracements, die mehr als 50% der vorangegangenen Spanne wieder zurücklegen in die Gegenrichtung. Wir haben hier auf dem Stundenchart vorher auch in der Analyse festgelegt, dass auf der Unterseite, also wir versuchen die Kaufzonen 5,22, 5,47 beziehungsweise dann hier auch das Stundentief, die Low Connection, die reinkommt, die im Moment hier zum Vortagesbeginn oder Tagesbeginn bei der 11.573 lag und gleichzeitig auch mit einer kleinen Stundenbewegung auf der Unterseite, die nicht nachhaltig ist, also letztendlich ist sie da gewesen, aber normalerweise nicht als große technische Marke mit einzuordnen, hier bei der 11.572, aber hat hier ein Cluster gebildet. Also das heißt, diese Level waren auf der Unterseite interessant und auf der Oberseite die 11.634 Tageshoch gestern, dann 639 und dann mit der Bewegung vielleicht über den Hochs hinaus Richtung 674. Vorgaben sind technisch hier benannt worden und von der Eröffnung her haben wir gesehen, dass wir hier um 9 Uhr bei der 11.592 eröffnet haben. Das liegt genau in der Value von dem gestrigen Tag, das heißt gestrige Kassenspanne-Value zwischen der 572 und der 615. Damit sind die Vorgaben wieder mit kleinen Opportunitäten, das heißt erstmal ohne, dass wir große Kursbewegungen sehen, wenn wir Trades eingehen, die Ziele gering halten, weil wir erstmal in einen ausgeglichenen Markt eröffnen. Und das haben wir auch direkt gesehen um 9 Uhr. Wir sehen hier nämlich 15, 15, 20, 25 Minuten, dass wir wie die Biene hier um den Eröffnungskurs der Kasse uns herumbewegen und jeder wartet auf eine Aktion, die von außen kommt. Das heißt, entweder ein News oder irgendeine größere Order, die uns mal nach draußen, ob in einer Long-Richtung oder in einer Short-Richtung trägt, dass die hier den Markt bewegt. Letztendlich sind wir nach unten gefallen, haben die Initial Balance Low nach unten herausgenommen. Das waren die 11.587. Targets auf der Unterseite wurden nicht erreicht. Das zeigt schon, dass die Tendenz nicht sehr stark war. Das heißt, kein großes Momentum dahinter war. Für uns war wichtig, weil wir in der Value eröffnet haben, waren die Trades von außen nach innen die Prämisse. Das heißt, da war eben der Fokus drauf mit der Gewinnglattstellung beim 50% Level, Minen, laufenden POC oder eben die Gegenseite. Was ist passiert, nachdem wir hier rausgelaufen sind, sehen wir hier auf der linken Seite im Stundenchart haben wir diese Stundentiefverbindung, die hier bei der 572 reinkam, angelaufen, sind leicht darunter gesprungen. Das heißt, hier sind einige Shorts. Also ich gehe nicht davon aus, dass da Stops geflogen sind oder sowas, sondern ich gehe einfach davon aus, dass da Leute den Reshort am Ausbruch gespielt haben unter dieser Diagonalen beziehungsweise auch unter diesem 573er horizontalen Unterstützungslevel auf Stundenbasis. Und die sind, nachdem wir hier nicht weitergelaufen sind, vor allem auch die Targets nicht erreicht haben, sprich 547, sind die hier auf die Nase gefallen. Das heißt, hier sind Shorts gefangen gewesen im Ausbruch. Und nachdem wir das Bewegungshoch rausgenommen haben, wurden diese Positionen wieder glattgestellt. An der Initial Balance Low sehen wir hier ganz kurz auch noch im Rücksitzer, wo ist der zweite Versuch gestartet worden. Wir hatten ja hier einmal die Tendenz, die Reshort am Ausbruch zu spielen und dann hier nochmal im Rücklauf an das Ausbruchslevel, das letztendlich eine Zone war. Initial Balance Low kam hier in 20 Minuten, 25 Minuten sogar wieder neue Shorts rein und als nachhaltig dann wirklich das Hoch gebrochen wurde, sogar wir über das Open wieder gesprungen sind, hat man hier sehr schön gesehen, dass diese Bewegung ganz klar getriggert wurde durch Stop Market Orders auf der Long-Seite. Das heißt, die wurden einfach in den Markt reingeschossen und nachdem diese Stops abgearbeitet gewesen sind, hat sich der Kurs wieder gefangen und wir sind wieder in eine nicht bewegende Phase übergegangen ohne Aktion auf der Long- oder Short-Seite. Das heißt, der Abschluss bzw. die Abfolge war bis zu diesem Moment klar. Wichtig war dann, wir sehen hier, dass hier keine Tendenz mehr zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr im Markt herrscht. Wir sehen auch, dass wir in der Value des gestrigen Tages und des heutigen Tages sehr, sehr nah an der Mitte liegen. Das heißt, wieder Risk-Reward-Opportunität. Das heißt, dass wir hier ein Gewinn-Verlust-Verhältnis haben, was sehr, sehr schlecht ist, weil eben die Ziele auf der Oberseite sehr nah sind und auch auf der Unterseite. Aber letztendlich, wenn wir die Füße an diesem Tag jetzt hier stillgehalten haben, sieht man auch, dass man nichts verpasst hat, weil das, was sich hier zur Open Side hier etabliert hat, hat sich jetzt auch bis 12 Uhr, 12.30 Uhr jetzt mittlerweile auch durchgezogen. Das heißt, wir bewegen uns hier richtungslos um das Open herum, ohne dass irgendeine Marktaktion von einem Teilnehmer uns eine Etage höher oder tiefer bringt.
Das passt zu dem Gesamtbild hier in der Stunde und natürlich auch mit dem Eröffnungskurs, den wir gehabt haben. Deswegen die einzige Möglichkeit, die tendenziell interessant war, war wirklich hier unten der Fehlausbruch, die Trapped Sellers, das heißt die gefangenen Verkäufer unter dem Stundenbruchlevel mit dem Relong, also nicht Relong, sondern mit dem Rebreak über dieses Level, mussten diese Positionen glattgestellt werden. Und das heißt, durch die Glattstellung der Shorts und Neuaufbauten von Longs, sprich Handel von außen nach innen, hat der Kurs uns hier von 572 auf die 610 gebracht, das heißt 30 Punkte. Mehr war nicht zu holen, beziehungsweise klein, klein konnte man dann machen, aber letztendlich war das der Trade überhaupt des Tages, beziehungsweise des Vormittags. Warten wir mal ab, was jetzt noch die US Kasse bzw. der US-Markt reinbringt. Ab 14:30 Uhr kann es interessant werden. Okay. Damit weiterhin viel Erfolg.